Hallo, liebe Gamescom-Freunde. Auch dieses Jahr werde ich wieder auf der Gamescom sein. Wer hätte es denn gedacht? Und natürlich wird es auch wieder ein Treffen geben, beziehungsweise der ganzen drei. Wobei ich allerdings nur an zwei dabei sein werde und am dritten vielleicht nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht vor euch den alten Hallenplan vom letzten Jahr, weil der neue mir einfach nicht so gefällt und einiges nicht ganz deutlich zu erkennen ist, wie ich denke, wie ich finde, wie ich meine. So, auf jeden Fall gibt es mal wieder ein, beziehungsweise zwei Treffen, auf denen ich dabei sein werde, und es gibt dann drei, wo auch andere Leute noch dabei sein sind. An allen drei Terminen sind sowas. Das sind keine Menschen, das sind einfach nur Let's Player, sowas. Also Mitchell, Sibst, TT Gamer und sowas, sowas, genau. Und sowas hängt da einfach rum. Und zwar wie letztes Jahr auch, treffen wir uns, ihr seht das, wo der rote Pfeil da auf dem Bild ist, ja. Da treffen wir uns hinter Halle 8. Das ist das Außenbereich, dieser hellgrüne Bereich ist das Außenbereich, und hinter alle 8, da waren, letztes Jahr war zum Beispiel ganz rechts, also wenn ihr jetzt quasi, ja, ganz rechts war dieser Sandstrand und ganz links konnte man irgendwie Motorrad fahren und dazwischen. Bei schlechtem Wetter auch ein bisschen weiter als der Pfeil das anzeigt, unter der Brücke, da ist noch diese Zoobrücke, man kann das Brücke, glaube ich, noch so gerade eben lesen, darunter. Entweder wenn es regnet, sind wir da drunter, oder wenn aber auch die Sonne zu stark scheint und es einfach zu warm wird, dann sind wir auch da drunter. Aber im Moment sieht es eigentlich eher nach Regen aus, in den, an, wo ich jetzt hier das Video aufnehme und so. Gut, da ist auf jeden Fall das Treffen im Außenbereich. Hat den Vorteil, dass Leute, die rauchen wollen, auch rauchen können. Es hat den Vorteil, dass wir nicht in den lauten Hallen sind, sondern wir uns auch unterhalten können. Ich wurde gerade gefragt, warum machst du das nicht in der Halle? Nein, wir machen das draußen, weil halt, ne, aus bekannten Gründen, man kann rauchen, die rauchen wollen, man kann sich unterhalten, es ist nicht so laut. Es laufen nicht irgendwelche anderen Leute da rum, weil da es einfach da nichts zu sehen gibt, wo wir sind, da ist einfach nichts. Ne? Da ist einfach nur Außenbereich, da kann man chillen. Da treffen wir uns. So, da wo der rote Pfeil ist. Wie da hinkommt, ist ganz klar. Die meisten von euch werden den E-Eingang nehmen, also Eingang Süd. Das seht ihr ganz links, der kommt nämlich von der S-Bahn und da geht ihr meistens da alle rein. So, wenn ihr dann zu uns in Halle 8 wollt, dann müsst ihr einmal den ganzen Boulevard langlatschen, also da innen drin den ganzen Weg langlatschen. Dann kommt ihr automatisch zu Halle 8. Und wenn ihr bei Halle 8 durchgeht, dann habt ihr neben den Riots Stand, Riot ist ziemlich mittig in Halle 8 auf der hinteren Seite, von da aus, wo ihr jetzt nicht kommt, ist nochmal ein Ausgang. Da könnt ihr rausgehen, dann seid ihr in den Außenbereich, da könnt ihr uns dann treffen. So, ich habe noch gar keine Zeiten gesagt, ne? Das sage ich aber jetzt. Ach, so nett bin ich. So, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir kommen ja alle dahin, um euch zu treffen. Deswegen haben wir drei Termine ausgesucht, beziehungsweise ich kann wahrscheinlich nur zwei, es tut mir leid. Egal, an den Terminen, wo ich sicher da bin, ist Freitag um 15 Uhr, ne? Freitag 15 Uhr und Samstag 16 Uhr. Wobei wir uns dann immer so ein, zwei, drei Stunden für euch Zeit nehmen. Kommt halt darauf an, wie viele von euch jetzt genau da seid. Wir wollen uns ja auch ein bisschen mit euch unterhalten und hast du nicht gesehen. Also ein bisschen halten wir uns da auf, danach werden wir ein bisschen weiter rumgehen. Ihr könnt es dann noch ein bisschen begleiten, wenn ihr wollt, oder es auch sein lassen. Das ist euch überlassen. Wir werden auch nicht alle zusammen rumlaufen. Ja, es werden auch noch einige mehr Let's Player da sein als letztes Mal. Letztes Mal waren wir, glaube ich, so 10, 12, 13, 15 Stück. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich werden es mehr werden. Schaut einfach mal vorbei, würde ich sagen. So, Samstag nach 16 Uhr ist dann das Problem, dass ich zwar auch, ich habe 2 Stunden Zeit, aber um 18 Uhr müsste ich dann bei GameStar auf der Bühne Let's Playen. Let's Play? Nein. Eigentlich ein Turnier. Wir spielen Mario Kart, da spielen wir gegeneinander. Da hoffe ich, darf das hier so ein bisschen verraten. Doch, darf ich, weil es gibt ja auch eine Seite dazu. Da könnt ihr das auch schon sehen von der GameStar. Den Link habe ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe, ich packe ihn in die Videobeschreibung. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. So. Das ist also am Samstag nach 16 Uhr. Also um 18 Uhr ist dann nochmal dieses Turnier. Da muss ich dann da sein. Das ist übrigens in Halle 10.1. Also Halle 10 ist ja da unten. Seht ihr, das ist die größte Halle. Und 10.1 ist der Stand von der GameStar und da sind wir dann auf der Bühne und spielen ein kleines Mario Kart-Turnier, wo ich dann aber in der ersten Runde rausfliegen werde, weil ich das Spiel nicht kann. So, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Also, ich sage euch nochmal die Eckdaten. Freitag 15 Uhr, Samstag 16 Uhr. Für alle, die Sonntag da sind und ich vielleicht auch noch da bin, ist Sonntag 13 Uhr der angevisierte Termin. Sonntag 13 Uhr. Ne? Also Freitag 15, Samstag 16, Sonntag 13 Uhr. Wobei ich aber nur Freitag und Samstag höchstwahrscheinlich kann und Sonntag nicht da bin. Gut, aber da könnt ihr die anderen noch treffen, wenn ihr wollt. So, dann ist das Ganze hinter Halle 8 unter der Brücke, unter der Zoobrücke. Und lasst euch nicht täuschen, die Brücke ist ziemlich hoch. Also unter der Brücke, vielleicht erkennt ihr es nicht sofort, aber da wo Schatten ist, wenn die Sonne scheint, da ist die Brücke. Ne? Ja.
Ja, habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nö, ja. Ich habe es auf Facebook schon angekündigt. Ich habe Autogrammkarten ausnahmsweise mal gemacht. Wer eine haben will, der kann mich einfach darauf ansprechen. Dann wird er eine Autogrammkarte von mir bekommen. Wie sie genau aussieht, kann man auf Facebook nicht erkennen. Da ist nur so ein kleiner Ausschnitt, aber den Rest kann man sich erahnen. Beziehungsweise mich darauf ansprechen, dann seht ihr sie auch ganz. Ja, nur so kleine Eigenwerbung und so, ne? Ja, ich bin dann jetzt weg. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr zahlreich erscheint. Ich hoffe, ihr kommt auch wirklich oft. Viele. Kommt auch wirklich oft, habe ich das gerade so gesagt. Vergesst es. Also ich hoffe, ihr kommt wirklich, es kommen wirklich viele von euch. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche. Ich stehe darum, beantworte eure Fragen. Ich kann euch meine Unterschrift geben, wenn ihr sie haben wollt. Ich meine, letztes Jahr war das schon, dass einige das haben wollten. Ich bin da und ja. Ansonsten bin ich am Game Star Stand auf der in Halle 10 öfters anzutreffen und ich denke, ich werde Halle 8, Riot stand auch ein bisschen sein. Ich kenne da jemanden, das habe ich auch, glaube ich, schon in meinem anderen Video gesagt. Wurscht. Und ich werde noch versuchen, bei Nintendo Stand vorbeizuschauen. Ich glaube, der ist in Halle 7 oder in Halle 9. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau auswendig. Und beim Blizzard Stand, der ist dann genau in der anderen Halle, auch mal rumhängen. Heißt, ich bin eigentlich fast in jeder Halle. Aber hauptsächlich zu finden in Halle 8 und Halle 10. Da werde ich mich so hauptsächlich aufhalten, wobei hauptsächlich in Halle 8. Und wenn außerhalb der Treffen, wenn ich dann auch mal chillen will, dann chillen wir zwischen Halle 5 und 6. Nee, falsch. Zwischen Halle 6 und 7 ist das, glaube ich. Da ist so ein Gastrobereich. Da chillen wir die ganze Zeit immer rum. Da kann man auch einige Let's Player antreffen, wenn ihr vorbeischauen wollt. Allerdings wollen wir da auch ab und zu, seid nicht böse, aber wir wollen auch ein bisschen Ruhe haben. Aber ich denke, sollten wir dazwischen sitzen und uns unterhalten, dann könnt ihr uns auch ansprechen. Ja, es geht schon. Also ihr sprecht uns auf jeden Fall an, auch wenn wir Ruhe haben wollen, mal. Aber wie gesagt, also da könnt ihr uns treffen auch noch, aber wie gesagt, zu dem Fan-Treffen wäre das natürlich optimaler. Ja, ich konjugiere optimal. Ich weiß, es ist nicht erlaubt. So, jetzt habe ich genau wieder genug gequatscht, ist ja schon fast wie lang wie ein Fragenfreitag. Ich höre jetzt besser auf. Wir bleiben unter 7 Minuten und ich sage Tschüss. Tschüss.